Hey, wenn wir uns die letzten Jahrzehnte und Jahre so anschauen, dann fällt uns auf, dass sich an der Art und Weise, wie sich Dinge verändern, anscheinend auch was geändert hat. Dass allein die Geschwindigkeit oder die Frequenz, in der sich Dinge ereignen und wie lange sie brauchen, um quasi rund zu werden, um quasi einmal den Wellenberg und das Wellental zu durchlaufen, dass das sehr viel schneller zu gehen scheint, als noch vielleicht vor 20 Jahren oder gar vor 50 oder vor 100, dass sich wirklich etwas, was noch einen Tag vorher normal war, in etwas verwandeln kann, was dann plötzlich als unnormal angesehen wird oder etwas unnormal Empfundenes plötzlich normal wird. Und dass all das erstens sehr viel schneller stattfindet und auch in kürzerer Zeit derartige Veränderungen aufeinander folgen. Und ich möchte jetzt gerade nicht darauf eingehen, woran das alles liegen kann und wird, sondern ich möchte einfach mal so diesen Fakt oder diese Wahrnehmung, die wir haben, in den Vordergrund stellen, um herauszustellen, erstmal, aha, ja, da ist was dran. Und zweitens, weil ich die Frage stellen möchte, wie wir. Und wir müssen sicherlich keine Propheten sein oder Propheten kennen, um ja vielleicht auch das Gefühl zu haben, dass das jetzt das neue Normal ist, ja, dass sich die Dinge schneller und auch aufeinanderfolgend schneller ereignen werden, dass Dinge sich schneller wandeln und sich verändern. Dass diese Tatsache ja eigentlich schon die natürliche Frage als Folge hat, okay, und wie möchte ich eigentlich dann diesen Veränderungen begegnen und dieser neuen Art und Weise, wie sich Veränderung zeigt, begegnen? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die eine Option ist bewusst und in Selbstverantwortung und erwachsen, erwacht. Und die andere Option ist unbewusst, sprich in einer Rolle eines Opfers. Und was wir wirklich in den letzten Jahren lernen durften, und ich meine das wirklich als Gnadengeschenk, was wir lernen durften, ist uns selbst dabei zu beobachten, wie wir eigentlich reagieren. Vielleicht als erste Reaktion und dann vielleicht auch als zweite Reaktion. Und das für mich selbst, aber auch andere betreffend, wichtigste und bedeutendste dieser Zeit und auch unseres Lebens ist es, bewusst durchs Leben zu gehen, bewusst zu wissen, dass ich dieses Leben bin. In der ersten Option zu leben. Im Ich-Bin-Bewusstsein zu leben.
Und was ist das? Es ist dieses Gewahrsein davon, dass dieses Gewahrsein von mir selbst als eigenständiges oder als Bewusstsein hinter dem, was scheinbar im Vordergrund abzulaufen scheint. Denn stell dir vor, in China fällt ein Sack Reis um. Was fühlst du dabei, wenn dir das jetzt gesagt wird? Hey, in China fällt ein offener Sack Reis um. Wie geht es dir dabei? Was denkst du dabei? Kannst du das beobachten? Und jetzt stell dir vor, mitten in deinem Wohnzimmer fällt ein offener Sack Reis um. Und die meisten von euch werden feststellen, irgendwie betrifft mich das plötzlich mehr. B trifft. Da geht schon mehr in mir ab. Ja, oh mein Gott, der ganze Reis. Und gleich kommen Gäste. Und oh, jetzt muss ich noch den Staubsauger. Oh mein Gott, da ist keine Staubsaugertüte drin. Oh, ich habe keine Staubsaugertüten mehr. Ich muss jetzt irgendwie noch in den Laden. Oh, es ist aber eigentlich schon zu. Was mache ich jetzt mit diesem Sack Reis? Mit dem ganzen Reis in meinem Wohnzimmer. Oh, und da sind vielleicht noch ein paar Würmer mit dabei. Aber hallo, für jemanden in China ist gerade in deinem Land ein Sack Reis umgefallen. Es ist immer noch die gleiche Sache. Es ist immer noch ein völlig neutrales Ereignis. Und es geht nicht darum, dass nicht als erstes die Reaktion, die in einem Homo sapiens vielleicht einfach kommt, ja, von Überlebens Wille und so weiter, ja, in solchen Situationen hochkommt. Das, was entscheidend ist für die Begegnung mit einer Situation, egal mit welcher, mit einer Veränderung meines Erlebens. Wenn ich mir dessen bewusst bleibe, was das wahrnimmt, wenn ich mir meines eigenen Bewusstseins bewusst bin und erkenne, ah, da gibt es dieses Gefühl, dort an dieser Stelle im Körper, ah, welcher Gedanke hat denn dieses Gefühl ausgelöst? Und welcher Glaube steckt dahinter, um überhaupt einen solchen Gedanken denken zu können? Und das ist erst der Anfang. Aber wenn ich eine Routine darin habe, zu bemerken, okay, das ist der Ablauf, das ist der Mechanismus. Und das ist das, was diesen Mechanismus, der da abläuft, erkennt. Das bin ich. Das ist das Ich, das immer noch da ist, wenn du deinen Namen, dein Geschlecht, dein körperliches Aussehen, deinen Beruf, deinen Status, deine Persönlichkeit, deine Charaktereigenschaften, all das, deinen Wohnort, all das abziehst. Was dann noch ist, das ist, was du bist. Und wenn ich in dieser Erkenntnis, in diesem Gefühl, in diesem Gewahrsein einer Situation begegne, mit vielleicht genau den gleichen Reaktionen, die ich gehabt hätte, wenn ich dieser Situation unbewusst als das, was ich bin, begegnet wäre.
Aber mit diesem Gewahrsein verändert sich nicht nur deine Reaktion, und weil dein Horizont sich nicht zumacht, sondern offen bleibt und ganz andere Möglichkeiten wahrnimmt, darauf zu reagieren, und sie tatsächlich wahrnimmt, sie tatsächlich ausführt, diese anderen Reaktionsmöglichkeiten, diese anderen Antwortmöglichkeiten, Verantwortungsmöglichkeiten für diese Situation. Das ist aus der Opferhaltung herausgehen. Das ist eine Selbstverantwortung für die eigene Antwort wieder zu erkennen in sich, weil ich die immer habe. Die Frage ist, ob ich sie wahrnehme, ob ich entsprechend ihrer handele, ob ich entsprechend dessen, was ich bin, handele. Und da gibt es keine Seiten. Da gibt es keine Seiten. Da gibt es kein, ich handle gemäß dieser Seite, die es gibt, oder dieser Seite, die es gibt, als Wahrnehmung dieser Situation. Nein. Da gibt es nur das Handeln aus diesem Allumfassenden, aus der Erkenntnis, dass du bist, was alles ist. Aus einem Einheitsgefühl heraus, weil alles miteinander verbunden ist und alles ein einziges schwingendes Netz ist. Und das schwingende Netz, die Schwingung, ja, dadurch bestimmt wird, was jeder einzelne Knotenpunkt in diesem Netz für eine Schwingung aussendet. Und wenn deine Schwingung dieses Erkennen wieder aussendet, dann wird sich das auf die anderen Knotenpunkte übertragen. Und dieses Erkennen ist eine Grundlage, auf der sich dann ganz viele andere Sachen aufbauen. Und diese Dinge, die sich darauf aufbauen, aktivieren immer mehr dieses Ich Bin-Bewusstsein. Das heißt also auch, dass durch die Veränderung, die bei dir stattfindet, sich auch in der Veränderung, die du wahrgenommen hast, scheinbar im Außen plötzlich etwas verändert. Das heißt, deine veränderte Wahrnehmung verändert die Veränderung, ja, für dich und auch für andere, die ja ebenfalls Teile dieses Bewusstseins sind. Ja, wir sind alle Reflexionen füreinander und voneinander. Und dann diese Bewegung, dieses Erkennen mehr und mehr zu nutzen und wirklich alles darin als Ausdruck dieser Bewegung zu nutzen, ist dann quasi das, was darauf folgt. Dann kann ich meinen Körper wieder tatsächlich als Instrument dieses Bewusstseins benutzen. Dann kann ich alles wieder als Instrument dieses Bewusstseins benutzen. Und damit beschäftigen wir uns im Osterworkshop am Donnerstag und am Freitag, nämlich beispielsweise mit der Frage, wie kann ich durch Vorstellung, durch bestimmte Bewegungen im Geist, durch mentale, geometrische Muster wieder Synergien herstellen und Dinge verkoppeln, die vorher nicht mehr aktiv gewesen sind, Verbindungen wiederherstellen, ja, neuronal wiederherstellen, sodass das eine Kettenreaktion für das gesamte System wird, was dazu führen kann, dass sich plötzlich in meinem Emotionsapparat etwas verändert.
Das ist die eine Sache, mit der wir uns beschäftigen werden, also quasi über den mentalen Zugang und wirklich ganz konkret an geometrischen, eine Nachverfolgung von geometrischen Mustern in der innerlichen Vorstellungskraft. Ich kann euch sagen, ich habe echt sehr interessante Erfahrungen damit gemacht. Und eine zweite Sache, die wir uns anschauen werden, ist der Klang. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass Klang wirklich ein Ausdruck der Stille ist und Stille Klang als Potenzial in sich trägt? Und wenn alles aus dem Nichts kommt und nichts und alles quasi eins sind, ja, weil es eben nicht linear ist, sondern ein Kreis oder eine Sphäre. Ist es dann nicht logisch, dass Klang alles ausdrücken kann? Und ist es dann nicht logisch, dass Klang heilt, dass wenn ich einen Schmerz in mir habe, sei es physisch oder psychisch, dass es genau zu dieser Störung einen Klang gibt, der heilt, einen Klang gibt, durch den sich das ausdrücken kann und ganz natürlich das hervorkommt, was dieser Störung fehlt, was eine Disharmonie hervorgerufen hat. Und was sich selbst wieder diese Harmonie gibt, wenn ich ihr erlaube, den Ton auszudrücken, in dem es sich ausdrücken möchte. Und wie du damit physische und emotionale und geistige Blockaden und Schmerzen lösen kannst, auch darum geht es im Osterworkshop und natürlich darum, wie ich diese Dinge im Alltag üben kann. Und ja, ich werde dazu natürlich auch in Bälde einen längeren Kurs wieder anbieten, weil das natürlich Türöffner sind, die schon mal also hervorragend sind, die ich da an Ostern anbieten werde. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr und viel. Ja, wir können natürlich noch viel tiefer da reingehen. Wie gesagt, das wird Inhalt eines Kurses werden, aber noch weiß ich nicht wann. Das heißt, wenn du bereits mehr erfahren möchtest und wenn du einfach wieder in Kontakt treten möchtest mit dir und vor allem natürlich mit uns allen, dann bist du ganz herzlich eingeladen, am Donnerstag mit dabei zu sein. Anmeldeschluss ist Mittwoch, also morgen um 16 Uhr. Melde dich an. Die Infos findest du auf wirklichsein.com Termine oder auf dem Link hier im Text unter diesem Video. Und ich wünsche dir auf jeden Fall frohe, präsente, bewusste Ostern, ob mit dem Kurs oder mit diesem Oster-Special-Workshop. Oder ohne, genieße das volle Leben. In diesem Sinne, bis bald.